So. Die Lösung ist noch nicht da, die Kohle auch nicht. Also, dass die Kohle noch nicht da ist, ist klar. Und die Lösung ist noch nicht da, weil ich das Ding noch gar nicht. Noch gar nicht angeschlossen hatte. So, jetzt bleibt hier aber auch Wasser übrig. Für dieses Wasser habe ich eine Idee. Ich hatte zwar gesagt, hey, guck mal, ich baue mal einen Tank. Aber jetzt, wo ich so sehe, was ich hier, wie ich hier gebaut habe, mache ich es mir leichter. Nein, falsch. Und zwar so. Dann kann das Wasser, das hierbei übrig bleibt, direkt wieder in den Kreislauf reinfließen. Dann kann das nämlich hier auch nicht anfangen zu stoppen. Kann ich diesen Bambusbaum hier entfernen? Ja. Gut, und hier kommt dann raus der Schrott. Und den werde ich, glaube ich, einfach hier direkt neben in Container laufen lassen. Erstmal. So, wie geht's denn jetzt weiter? Den Schrott habe ich schon mal. Für die Barren brauche ich also Schrott und Quarzsand. Wie viel Schrott wirft das Ding aus? Es wirft 360 pro Minute aus. Für die Barren. Ja, okay, ich brauche halt auch Quarzsand. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Quarzsand das Ding hier auswirft pro Minute. 100 pro Minute. 100 pro Minute. Mann. 360 pro Minute. 100 und 360. Ja gut, das ist natürlich absolut nicht gut verteilt, denn ich habe viel mehr Aluschrott als Quarzsand. Was ja nicht so schlimm ist, weil ich ja Quarz da hinten schon irgendwo habe. Aber jetzt wäre es vermutlich schlau, die Sachen alle irgendwo zusammenlaufen zu lassen, damit ich dann jetzt endlich die Barren bekomme. Warte, ich muss, Entschuldigung, das verwirrt mich so, weil man hier so viele Sachen bedenken muss. Also ich brauche den Schrott und den Quarzsand. Der Quarzsand ist schon da hinten. Der Schrott, den kann ich darüber laufen lassen. Das machen wir jetzt auch mal ganz einfach. Und zwar so. Oh, das war die Windows-Taste. Die wollte ich nicht drücken, sorry. So, jetzt bauen wir den Fabrikator. Und zwar am besten irgendwie so. Am Ende des Fabrikators soll natürlich, wie immer, ein Container stehen, weil sonst hört er ja einfach irgendwann auf zu produzieren. Und mir ist damit nicht geholfen. Also stellen wir den mal einfach dahin. In die Bäume rein, die kann man ja eh nicht entfernen.
Oh, das könnte sein, dass das nicht passt. Doch, tu das. Gut. Aber warte, jetzt gucken wir uns das nächste Problem an. Sagen wir mal so. Okay, das klappt gut. Und hier rein. Und den Quarzsand hier rein. Und dann machst du mir aus irgendeinem Grund geht das nicht. Ich brauche vermutlich dann doch. Ich brauche vermutlich dann doch eine Schmelze. Und zwar, also eine Gießerei, vermute ich dann. Und die. Ach du heilige Scheiße, was habe ich denn da gemacht? Ey, also langsam nervt mich das mit der Kamera hier. Geht die jetzt alle 5 Minuten aus? Schon wieder alles kurz und klein boxen. Scheiß ist teuer genug. So. Gut. Versuch 2. Nein. Okay. Jetzt muss ich mal schauen. Ist das jetzt hier alles verbunden? Das ist verbunden. Die Sachen sind verbunden. So, du machst mir Aluminiumbarren. Gut, ne, das wird jetzt, könnte jetzt wahrscheinlich, man könnte das alles schneller haben, schneller machen, aber jetzt kommen hier auf jeden Fall schon mal Aluminiumbarren bei raus. Schön. So. Und dann hatte ich gesagt, für Aluminiumgehäuse brauche ich nur die Barren und für die Platten brauche ich Barren und Kupferbarren. Das heißt, ach, das ist bestimmt das Ding da hinten. Gehen wir doch mal gucken, was da ist, ob hier auch Gegner rumrennen. Da steht in Arbeit. Also brauche ich das doch noch gar nicht aufheben. Werde ich auch nicht. Hey. So. Okay. Ich werde jetzt noch einen Konstruktor bauen. Der kommt. Ja, sagen wir mal. Da so hin. Und ich wollte aber gerne vorher noch einen Splitter hier zwischensetzen. Der kommt da so hin. Nein, Mann, was? Der kommt da rein. So. So weit, so gut. Wie viele Plätze sind da noch frei an der, an dem Stromdingens? Tatsächlich nur noch eins. Okay, dann machen wir es mal so. So, du bist verbunden. Und Sekunde.